Eichhörnchen, es ist Zeit für Monatsfavoriten, obwohl es vielleicht Vierteljahresfavoriten eher trifft. Aber ja, da war tatsächlich viel los dieses Jahr und mein Favorit, mein erster Favorit diesen Monat ist mein Waifu-Kissen oder in dem Fall eher Husbando-Kissen und erkennt ihr ihn? Es ist nämlich Flo. Flo-kun. Und auf der anderen Seite, wer ist das? Das soll ich sein. Schön, dass sie mir so große Brüste gemacht hat. Seht ihr, eine Heißklebepistole und hier oben meine Tattoos und ich habe eine Garnrolle in der Hand und ja, das haben die coolen Leute von Dakimakura mir gemacht. Also das hier, ne, das ganze Bild hat die liebe Dana mir gemacht, die wird jetzt hier verlinkt und ja, es ist sehr, sehr soft und abends spendet es sehr viel Liebe und Wärme und man tut sich auch nicht weh, so wie bei manchen anderen Kissen, weil sie hier so ein super Hidden Zipper haben, was ich mega gut finde, weil ich mir voll oft, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin einfach zu doof, mir an diesen Knöpfen und Reißverschlüssen an Bettwäsche wehtue. Aber ich glaube, das ist eher so ein gewisser Problem und kein anderer Mensch auch verwendet ist. Ja, falls ihr Interesse habt, eins meiner Waifu-Kissen zu kaufen, weil ich überlege, ob ich vielleicht so eine Special Edition mache, 10 Stück oder 20 Stück, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, ob ihr daran Interesse habt. Und ansonsten, falls ihr jetzt denkt, oh krass, ich will auch mein eigenes Waifu-Kissen haben, dann ist unten, habe ich so einen Discount-Code bekommen, den könnt ihr benutzen, wenn ihr möchtet. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Favorit. Ich muss ihn nochmal umdrehen. Setz die Flo. Ihr könnt natürlich auch Flo's Kissen bekommen, ganz wie ihr möchtet. Wer ist das Schwein? Das bist du. Ach so, na dann ist gut. Aua, aua. Gibt's auch mit. Kannst du da so Nadeln reinstechen, dann sterbe ich? Bestimmt. Was passiert ist, Vandalism habt ihr ja schon mitbekommen und die Resonanzen waren einfach so awesome. Auch super viele waren von euch da, was mich total überrascht hat. Zwei haben sogar extra eine Tour gebucht bei mir, voll nett. Und ja, good news, es wird verlängert um eine Woche und dann zum Art Weekend wird es auch nochmal 48 Stunden offen sein. Also falls ihr es bis jetzt noch nicht geschafft habt und durch Zufall in Berlin seid, dann kommt doch gerne vorbei. Und wenn ihr nicht anstehen wollt, bucht eine Tour. Die kostet nicht viel Geld und man hat eine Führung und man muss halt nicht anstehen, weil man steht ungefähr so 2 Stunden an, was schon ziemlich lange ist. Deswegen, ja, also vielen Dank für die ganzen lieben Worte und auch die Artikel, die Leute mir geschickt haben und dass sie immer unser Foto benutzen von unserem Auto, ist mega, mega nice. Ja, da freue ich mich. Ja. Außerdem geht's langsam in die heiße Phase vom Kawaii Festival und ich kann euch sagen, dieses Jahr wird das Line-Up super, super, super awesome. Also wir haben eine Person confirmed und sie kommt aus Japan und ich freue mich sehr, dass sie kommt, weil sie auch für mich so ein bisschen so eine Style-Ikone ist, aber ich verrate natürlich noch nicht wer. Aber blockt euch schon mal den 28.07., weil da wird das ganze Ding dieses Jahr sein. Und ja, falls ihr Aussteller seid, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns bewerben. Steht alles unten in der Videobeschreibung, wo ihr euch melden könnt. Aber wie gesagt, wir kuratieren, also falls das schon besetzt ist oder ihr gerade nicht so ins Konzept passt, kann es auch sein, dass wir absagen, weil wir natürlich so versuchen, nicht so viel von einer Sache zu haben. Also es soll halt eben keine klassische Anime-Manga-Convention sein, wo man 200 Mal den gleichen Stand hat, sondern wir wollen, wenn möglich, von jeder Sache immer nur 1 bis 2 Stände da. Das nächste, was mir sehr das Herz erwärmt hat in diesen kühlen Nächten, war ein Webtoon. Was sagt man jetzt dazu? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall bei Webtoons eingetragen. Über Wänsedische. Wie süß ist das bitte? Und ich hatte eh gerade so ein bisschen so einen Burp-Crush, weil ich so Burp-Compilations angeguckt habe. Und da gab es auch so ein Video über so einen Kakadu, der einfach in so ein Glas-Ding reinschreit, weil er es irgendwie witzig findet, was die Schallwellen machen. Und er ist einfach so, kommt so mit seinem Fuß von unten, mit diesem Ding im Fuß, nicht in der Hand, im Fuß und ist so... Das ist auf jeden Fall im Moment noch mein Favorite-Meme-Video und ja, den Manga verlinke ich euch unten, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, weil sie vermenschlicht die dann auch noch und dann gibt es Special Editions, wo die alle zusammen zur Schule gehen, aber sie sind trotzdem Wänsedische und dann putzen die sich gegenseitig und man lernt auch voll viel und eigentlich wollte ich einen Igel haben, aber jetzt will ich auch ein bisschen Wänsedische. Das nächste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist eine Doku auf Netflix, die heißt White White Country, ist gerade erst rausgekommen und wow, es ist so
abgefahren und so durchgeknallt, dass man nicht glauben kann, dass es wirklich passiert ist. Es ging irgendwie um so eine Sekte, die in Oregon, nur lacht schon hinter der Kamera, die irgendwie in Oregon sich angesiedelt hat mit so einem indischen Guru. Und daneben ist irgendwie so eine Stadt, wo irgendwie so 40 Hillbillies wohnen und die sind natürlich so, wow, die haben den ganzen Tag freien Sex und Spaß und Tanzen und wir hassen unser Leben, weil wir auch Christen sind und wir können das nicht zulassen. Wow, und es eskaliert einfach so krass und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass es wirklich passiert ist. Und ich habe sie noch nicht ganz bis zum Ende geguckt, aber ich bin jetzt schon mega geflasht, weil die Bilder auch wirklich richtig schön sind. Und ja, also klare Empfehlung. Das nächste, was mich auch mega freut und mir definitiv ein bisschen Energie gibt, ist, dass die Tage wieder länger werden. Es ist nicht so viel dunkel. Es wird hoffentlich langsam wieder wärmer. Jedes Mal, wenn es wärmer wird, fängt es dann wieder an zu schneien. Aber ich glaube, wir haben es fast geschafft und wir können bald wieder Lolita-Röcke tragen, ohne 5 Strumpfhosen drunter und 2 Paar Blumas. Und ja, das ist super, super schön. Aber da muss ich wahrscheinlich das Waifu-Kissen rausschmeißen, weil es zu warm wird. Was auch richtig, richtig nice war, ist, wir haben 4 Tage Urlaub in London gemacht, haben Mick und Kostas besucht. Und mein letzter London-Urlaub war zur Hälfte richtig nice, weil ich das erste Mal Chiari Pony Pony gesehen habe. Und falls ihr noch keine Karten habt, die kommen nach Deutschland, ne? Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich habe natürlich gleich sofort Karten gekauft. Aber ja, da habe ich Chiari gesehen, was super geil war und hatte auch Meet and Greet und war das peinlichste Fangirl der ganzen Welt und habe geweint und es war ziemlich peinlich, aber es war auch ziemlich schön. Aber ich hatte gleichzeitig auch eine Lebensmittelvergiftung und bin dann ja nach dem Konzert einfach umgefallen und habe mir vielleicht die Nase gebrochen, man weiß es nicht, sie hat halt ungefähr 1,5 Monate noch wehgetan. Der ganze London-Resturlaub war halt eine komplette Katastrophe und ich musste halt mit Flo in diesem winzigen Hotelzimmer sein mit einer Lebensmittelvergiftung. Also könnt ihr euch vorstellen, wie schön der Urlaub war. Aber diesmal war London super cool und wir haben super viel nice Shit gemacht. Ich habe Pie gegessen und ich liebe Pie. Wir waren auf so einem Markt, Brick Lane, genau, bei der Brick Lane und ich habe super coolen Shit gekauft. Aber es kommt noch ein Haul und mir ist aufgefallen, ich habe auch noch meinen Abu Dhabi Haul. Wollt ihr den auch noch sehen? Den habe ich nie hochgeladen, ich weiß auch nicht warum. Verpeilt einfach. Aber ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare, falls ihr den noch sehen möchtet. Und es sind bestimmt noch andere gute Sachen passiert. Verpeilt. Verpeilt. Es sind bestimmt noch andere gute Sachen passiert, die ich jetzt vergessen habe. Aber allgemein fängt das ja ziemlich cool an und ich glaube, 2018 wird ziemlich nice. Sehr arbeitsreich, aber auch nice. Und ja, schreibt gerne unten in die Kommentare, was euch wirklich passiert ist. Vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt sein Waifu-Kissen dadurch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.